Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen in Dreiskamuckern an einem, naja, gewohnten Ort, an dem ich schon mehrfach von Fremo-Treffen berichtet habe. Heute aber in einer für diesen Kanal wahrscheinlich eher ungewohnten Epoche, nämlich der Epoche 4 Deutsche Reichsbahn. Ja, ich habe mich dort auf das Frühjahrstreffen geschlichen. Ich wollte das schon immer mal machen, vor allem für euch, weil ich weiß, dass ihr dann auch ganz gerne mal etwas anderes seht, zumindest die meisten von euch. Und der Fremo-Treffen besuchen ist, auch wenn es nicht die eigene Epoche ist, nie so ganz verkehrt. Weil man einfach auch mal was anderes sieht. Man sieht auch mal nicht nur andere Fahrzeuge, man sieht auch andere Module. Und hier sind wir zum Beispiel in Obergittersee. Na, ich bin ja sowieso so ein bisschen Windberg-Fan, habe ja auch selber einen Bahnhof mit dem Windberg-Thema. Das hier ist auch Windberg-Thema, allerdings ein anderer Bahnhof. Und den der Kollege hier zur Schau stellt, ist vielleicht das falsche Wort, weil es ist ja keine Ausstellung. Der ist auch schon, sagen wir mal, naja, relativ alt, ist aber mehrfach umgebaut und immer weiter verfeinert. Ja, wie ich das so früher von unserer Vereinsanlage kenne, da haben wir ja genauso gearbeitet. Die Weichen, das ist eigentlich das einzige Problem vom ganzen Bahnhof, das heißt Problem, also für mich jetzt ein optisches Problem, dass sie eben. Naja, bei unserer Portal würde das so nicht mehr gebaut. Ne? Aber wie gesagt, das ist ein älterer Bahnhof und der ist mehrfach umgebaut. Und wenn man jetzt lange Weichen einbaut, verliert man natürlich einiges an Gleislänge. Und man sieht hier an den Zügen, da ist dann doch einiges an langen Zügen unterwegs. Zu dem Bild mal ein etwas längerer Text, weil ich das von früher kenne. Sowas wurde dann in der Landwirtschaft immer Hühnerstall genannt. Ne? Das ist so ein bisschen despektierlich, weil mit solchen Fahrzeugen dann unter anderem die Frauen aufs Feld zur Feldarbeit transportiert wurden. Und deshalb Hühnerstall, weil dann da drinnen quasi alles durcheinander geredet hat, zumindest. Sagt es so das Klischee, man war ja früher viel weniger zurückhaltend, was solche Sachen angeht, als das heute vielleicht noch üblich ist. Ja, ich flute euch mal ein bisschen mit Fotos, während jetzt hier ein Kohlezug mit der berühmten Taiga-Trommel in Mitvorspann oder Doppeltraktion, was auch immer, je nachdem wie viele Lokführer da drin sitzen. Ja, auch sehr lang, also da kann man nicht mehr hier der Zug. Da wurde es dann eng in Obergittersee. Ja, da werfen wir mal einen Blick von oben in die Halle. Wir haben hier im Vordergrund eine Industriebahn und im Hintergrund dann den Rest des Arrangements, also die Hauptbahn und weiter innen dann eine Nebenbahn. Ich habe leider keinen Plan, der sollte mir zugeschickt werden. Ich habe mich da aber auch nicht weiter drum gekümmert.
Ich war ja eh auch nur Gast auf dem Treffen. Ich könnte also auch jetzt nicht so genaues erzählen, zumal ich auch bloß einen Tag da war und den Abend vorher. Hier haben wir eine schöne Brücke mit Gewässer, Dampflokbehandlungsanlagen, Container. Das sind Spezialwagen für Betonteile. Das ist also der DDR-Wohnungsbau, wo also viel mit den Betonteilen gearbeitet wurde. Ein Bahnbetriebswerk. Und natürlich waren auch Schnellzüge unterwegs. Man hat dann mittendrin auch mal einen Zeitsprung gemacht. Das bedeutete dann, dass sozusagen ältere Dampflokbaureihen dann verschwunden sind. Also da war dann nur hier 015 und 52 und ich weiß nicht, was noch alles unterwegs. Das war dann sicher vor dieser Zeit. Und es gab sehr viele Leute, die außer mir noch gefilmt haben. Es gibt ja auch wieder mehrere, die das Video schon lange vor mir veröffentlicht haben. Ich habe mich hier wieder viel Zeit gelassen, die Obererzgebirge Aussichtsbahn, die hat am gleichen Abend, also am Abbautag quasi, dann abends noch das erste Video veröffentlicht. Ja, hier haben wir den Bahnhof Kirica, das ist dann der größte Bahnhof, der dort zu sehen war. Hier zum Beispiel mit dem 3D gedruckten Stellwerk. Also der machte schon was her. Und dann haben wir hier, hatte ich ja erwähnt, Industriebahn, das ist also hier Halle Industriebahn. Ich hoffe, dass das jetzt die Bilder auch alles Halle Industriebahn sind. Na, das ist hier die Hauptstrecke mit der sogenannten Industriekurve, die also noch im Bau ist. Und hier geht es also wieder rein nach Kirica. Ja, das ist jetzt so ungefähr zeitlich so ein bisschen geordnet. Ich habe dann natürlich schon irgendwo einen Zug gefahren, jetzt bin ich dann dahin gesprungen und habe dann meine Fotografiererei erstmal beendet, damit ich euch hier auch was Fahrendes servieren kann. Der Schacht hier ist übrigens ein Signalschacht, ne? Der sogenannte Wattenscheider Schacht. Dass man dort also ein Signal reinmachen kann. Wenn das Signal fehlt, macht man normalerweise was rein, aber das ist hier irgendwie versäumt worden. Zwei Wagen der sowjetischen Staatsbahn am Ende, wahrscheinlich schon Kurswagen. Unterwegs in der sogenannten Industriekurve, die also hier ein Fremoikaner aus der Umgebung, also aus meiner Umgebung baut. Die ist also auf unserem Treffen noch nicht dabei gewesen, weil die zwingend, also zumindest im Moment zwingend, den Bahnhof Kirica braucht, weil sie quasi darauf angepasst ist. Deshalb, wenn Kirica nicht da ist, ist auch die Industriekurve nicht da. Aber da ist es auch geplant, dass da mal das so umgebaut wird, dass sie auch alleine eingesetzt werden kann. Und irgendwann demnächst gibt es da sicher auch noch eine Landschaftsgestaltung. Ja, auch das hier mal ein schönes Motiv, ne? Der Verfall der DDR.
Ja, es gibt natürlich auch hier viele, viele kleine schöne Szenen, die man hier so einfangen kann, wo also schöne Sachen gebaut wurden. Das ist dann nochmal Kiritschau. Auch die letzten Bilder waren, gehörten dazu. Das ist wieder Halle Industriebahn. Ja, da scheint das mit den Rollböcken zu funktionieren. Ich habe das ja früher in einem früheren Video gesagt, dass das eben nicht funktioniert im Modell, aber ja, man lernt halt immer was dazu. Na, also es gibt eben da Varianten, wo es halt doch funktioniert. Ja, es war dann auch das eine oder andere Militärische zu sehen. Ja, kann man jetzt sehen, wie man will, auch aufgrund der aktuellen politischen Lage. Aber naja, ich würde es jetzt so nicht bauen, aber die Module sind ja auch teilweise ein bisschen älter. Naja, und wenn ich es nicht baue, heißt es ja nicht, dass es andere auch nicht bauen sollen. Da muss ja jeder auch seine eigenen Wünsche und seinen eigenen Geschmack dann walten lassen. Zumal bei mir ist ja 28, da ist Reichswehr, da war eh nichts los. Ne? Da ist, was weiß ich, da kann ich bestenfalls marschierende Soldaten darstellen. Also das bringt jetzt auch nichts. Ne? Also ich lasse es halt weg. Ja, hier ein Fahrzeug, was mir völlig unbekannt war, wo ich dann erstmal so mit der Nase drauf gedrückt wurde. Dass es also sozusagen die vierachsige Variante des DDR-Schienenbusses ist. Wenn man sich so die Frontscheibe anguckt, ja, dann hätte man drauf kommen können. Also was da jetzt dahinter steckt, ich dachte erst, das ist irgendwas Tschechisches oder Polnisches oder was auch immer. Das hat es wohl als Prototypen gegeben. Keine Ahnung wie viel, aber in Serie gebaut wurde es wahrscheinlich nicht. Ja, was Orbel schade ist, ne? Aber was soll's, das ist halt so die Eisenbahngeschichte. Also ich habe dann später habe ich den dann bei Kress im Katalog gefunden, als ich dann dort mal irgendwie mit der Nase drauf gestoßen wurde. Ja, hier wieder Tigertrommel in der Mähdrescherkurve, die wir auch bei uns beim Treffen hatten. Obwohl es hier Betontrollen gibt. Aber die hatten relativ engen Radius. Das hat uns in Sturm da in der engen Halle also doch deutlich weiter geholfen. Zug mit den mir Epoche 2-Bahnern jetzt nicht ganz so geläufigen Wagen. Also ich kenne die natürlich vom Vorbild, vom Sehen, aber ich weiß, habe keine Ahnung, wie die sich nennen. Ja, und dann sind wir hier zurück, Halle Industriebahn. Einen Rangiervorgang und wir sehen, es funktioniert mit den Rollböcken. Auch wenn die Lok Schneide schon da aus. jetzt nicht das macht, was sie tun sollte. Oder auch nicht. Da ist, glaube ich, ein Genau. bisschen wenig Du Gewicht auf kannst der es auch Lok. Also kompensieren. die Rollböcke, die verhaken sich so an den Modulenden und dann, naja, das ist nicht so. Die Lok sieht zwar schön aus, aber irgendwie. Lässt es mit der Leistung irgendwie zu wünschen übrig. Habe ich zumindest hier so den Eindruck, der kann natürlich auch täuschen. So, und hier mal der Vorgang des Abrollens. Na, also des Ab- oder Abbockens. Na, wo der Wagen dann im Schmalspurbereich beladen wurde und dann in den Regelspurbereich geschoben wird und dann dort von einer Regelspurlok dann übernommen zu werden.
Das ist also auch immer was sehr Interessantes, was man auch nicht so häufig sieht, jetzt auch so auf Ausstellungen oder so, weil es natürlich aufwendig ist und Handarbeit und das ist also eher schwierig zu automatisieren. Aber wer weiß, vielleicht kriegt es irgendwer mal hin. Ich habe ja auch im Erzgebirge gesehen, dass man dann automatisch die Lok umsetzen lässt und die ihm abkuppelt am Zug, den Zug umfährt und auf der anderen Seite wieder ankuppelt und dann sich irgendwann in die Gegenrichtung aufmacht. Also es geht, wenn man will, es geht vieles, vielleicht geht auch irgendwann mal das. Aber das ist ja nicht mein Ziel. Mein Ziel ist ja eher das mit, ja, dass man so ein bisschen Spielspaß hat. Und der ist meiner Meinung nach eben nicht, wenn man da seinen Zügen beim automatischen Fahren zuguckt, aber das ist ja auch jedermanns Sache. Also da kann sich jeder eine andere Meinung leisten. Mit diesem wunderschönen Bild von einem einsamen Bauwagen möchte ich mich jetzt erstmal für heute verabschieden und wir schließen hiermit den ersten Teil ab. Es wird also noch einen zweiten Teil geben und ja, wir lassen uns überraschen, was dann dort passiert. Ich wünsche euch einen schönen Abend und macht was draus.